Intellektuellen hat historisch eine Lücke besetzt. Ende des 19. Jahrhunderts waren die modernen Gesellschaften so weit differenziert, dass die politische, die juristische, die ökonomische und die religiöse Sphäre zwar spezifische Funktionen im Gesellschaftsgefüge angenommen hatten, jedoch nicht mehr dem großen Ganzen einen verbindlichen Sinn gaben. Diese Situation ermöglichte die spezifische Form der Autorinszenierung, die wir heute noch als öffentliche intellektuelle Rede kennen. Für Georg Jäger zeigen sich in Emile Zolas eingreifendem Handeln in der Dreyfus-Affäre 1898 prototypisch die Merkmale, die in der Zukunft den Begriff des Intellektuellen bestimmen sollten. Zitat: Ein Schriftsteller setzt sein Ansehen ein, um sich in einem konkreten Fall politisch zu engagieren. Er tut dies im Namen allgemeiner aufklärerischer Werte, wie der Wahrheit und der republikanischen Grundwerte. Der Schriftsteller bedient sich der Medien, um Öffentlichkeit herzustellen und setzt dabei spezifische publizistische und rhetorische Mittel ein, zum Beispiel offener Brief, Appell, Erklärung, Resolution, Gruppenmanifest. Und der Schriftsteller bewährt sein Engagement, indem er persönlich die Konsequenzen trägt, Verurteilung, Exil. Neben diese öffentliche Rede des literarischen Intellektuellen treten selbstverständlich auch Konzeptionen einer politischen Literatur, wie wir sie unter anderem bei Bertolt Brecht oder Anna Segers verwirklicht sehen, die, wie viele andere Autoren auch, während des Nationalsozialismus ins Exil fliehen mussten. Nach dem Nationalsozialismus und dem Holocaust ergab sich für die deutsche Literatur, Sie merken, ich mache das hier alles im Schnelldurchlauf, eine sehr spezifische Lage. So waren beispielsweise die Traditionslinien einer avantgardistisch-experimentellen Literatur durchtrennt worden. Zugleich spielte die Literatur eine wichtige Rolle bei der demokratischen Re-Education der deutschen Bevölkerung. Für die Nachkriegsliteratur wurde Jean-Paul Sartres Konzept der Literatur engagée entscheidend. In Qu'est-ce que la littérature erklärt Sartre 1947 apodiktisch, dass alle literarischen Texte praktische Handlungen seien und eine politische Positionierung bedeuteten. Es sei, Zitat, die Funktion des Schriftstellers, dafür zu sorgen, dass niemand über die Welt in Unkenntnis bleibt. Mit einem Wort, es geht darum, worüber man schreiben will, über Schmetterlinge oder über die Situation der Juden. Zitat Ende. Dieses starke Bekenntnis zur politischen Rolle der Autoren fand im bundesrepublikanischen Literaturbetrieb der Nachkriegszeit einen starken Widerhall. In der Gruppe 47 waren viele Autorinnen und Autoren aktiv, die eine solche sowohl inhaltlich literarisch als auch öffentlich politisch engagierte Autorschaft vertraten, unter anderem die Literaturnobelpreisträger Böll und Grass. Zugleich, und das ist jetzt entscheidend, gab es jedoch bereits im Verlaufe des 20. Jahrhunderts Formen eines politischen Schreibens, die Wege jenseits der öffentlichen intellektuellen Rede und der vor allem inhaltlich engagierten Literatur suchten. An erster Stelle sind hier natürlich die historischen Avantgarden zu nennen. Momentan findet hier ja eine Konferenz statt, die danach fragt, ob es sich überhaupt in Deutschland vom Surrealismus als Bewegung sprechen lasse. In jedem Fall lässt sich für den deutschsprachigen Raum von einer dadaistischen Bewegung, gesprochen werden, die sich politisch gerade durch die Verweigerung des politischen Sprechens definiert. Wir sehen das beispielsweise hier im Dada-Manifest, in dem Richard Hülsenbeck formuliert: Dada bedeutet nichts. Wir wollen die Welt mit nichts ändern, wir wollen die Dichtung und die Malerei mit nichts ändern und wir wollen den Krieg mit nichts zu Ende bringen. Ich erspare Ihnen jetzt verschiedene Etappen, die man jetzt noch durchgehen könnte. Einerseits die Avantgarde-Tradition. Man denkt dann an einen Theoretiker wie Theodor W. Adorno, der sich natürlich ganz vehement auch gegen das, was wir heute als engagierte Literatur bezeichnen würden, gestellt hat und andere Formen an moderne Literaturen gesucht hat. Ich erinnere ganz, ganz kurz und titsche das nur an die Debatte rund ums Kursbuch 15, den Tod der Literatur oder die Präferenz für eine dokumentarisch-journalistische Literatur und so weiter. Allesamt Formen, die die engagierte Literatur und die öffentliche intellektuellen Rede in Frage stellen und alternative Formen eines politischen Schreibens favorisieren.